Willkommen zurück zu Heroes Age Akt Nummer 4. Starten wir mit dem guten Schamanen. Und wir haben ja beim letzten Mal, hatte ich ja gezeigt, ansonsten guckt euch das Video an, habe ich ja gezeigt, dass wir jetzt von den Steinstatuen nicht mehr angegriffen werden. Was jetzt so gut ist, also hier von denen hier, ne? Da wir ein Relikt gefunden haben. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir irgendwie eine Möglichkeit kriegen, durch Relikte, Itemänderungen etc. irgendwie Mana kriegen, um unsere Wölfe wieder zu rufen. Da ich das Equipment geändert habe und auch dabei bleibe, ich werde es nicht mehr zurückändern. Geht auch nicht mehr, habe ja die Items verkauft. Und ja, wir haben nicht genug Energie für unsere tollen Wölfe. Ist natürlich nicht ganz so praktisch, weil die Wölfe sind so der, ich sag mal, Hauptschadensoutput, ansonsten danach die Lava, aber jetzt nicht so der Output. Gibt's einen Shop? Es gibt einen Shop. Wir machen aber erstmal den Boss, wie immer. Ja, ein bisschen die Totems herhalten. Ja, wir machen aber genug Schaden. Hier muss ich stehen. Hier. Danke. Ah, das Bierglas kann man sich gönnen. Geh in den Shop rein. Wir brauchen halt 2000 Mana. Aktivierbar. 2000 Mana brauchen wir für die Wölfe. Fuck, hier durchlaufen ohne Wölfe ist natürlich auch schäbig, aber ist halt so. Ich häng fest. Ja, ohne die Wölfe ist das alles ein bisschen, nennen wir es schwierig. Nicht unmöglich, aber es ist schwer. Und kostet uns jetzt ein bisschen Zeit, auf jeden Fall. Das heißt, wir brauchen für den Akt jetzt ein bisschen lange. Oder das heißt ein bisschen, wir brauchen sehr lange. Aber es sollte funktionieren. Am Ende. Ah, ein uraltes Monster ist schon mal sehr gut. Zwei legendäre Gegenstände. Aber wie immer gucken wir am Ende des Aktes erst, ob uns wirklich das, was wir jetzt gefunden haben, uns auch was bringt. Also die Ausrüstung. Dementsprechend laufen wir halt so durch. Und haben unseren Spaß. Wir gucken, hier ist der Shop. Das ist natürlich sehr nice. Okay, nice. Da kommt der Boss. Der Drop nicht wirklich interessant. Wir haben keine keinen Kristallschlüssel. Ist natürlich recht unpraktisch, aber es ist okay. Sich gönnen. Eine Quest? Oh, nice. Das ist auch die. Ja, gute Quest will ich jetzt nicht sagen. Problem ist, dass sie nicht wirklich gut ist, wenn wir keine Wölfe haben. Aber die Totems machen auch ihren Job hier. Ja, auf jeden Fall. Quest abgeben. Waves sind alle gerufen. Wie auch sonst. Mit Level 36 haben wir die nächsten Talente, die wir leveln können. Ist ganz okay, damit buffen wir die Totems so ein bisschen. Dementsprechend nicht so schlimm.
bekommt dazu noch einen aktivierbaren Spell, den ich nicht so geil finde, aber das sehen wir ja dann auch. Dann werde ich Näheres dazu sagen. So, Boss rufen, danach Shop. Easy. Nice, das nehmen wir. Sail? Never heard of it. Nicht so gut. Das Relikt ist aktivierbar. Deswegen lasse ich es da stehen. Jetzt ein bisschen unpraktisch, da wir nicht fliegen können. Ah nee, wir sind... Ach, okay. Ich war bei einem ganz anderen Akt. Okay, alles gut. Den Akt hatten wir schon. Und dementsprechend bleiben wir hier. Ballern die Gegner weg. Wobei eigentlich nicht... was ich sagen wollte ursprünglich war, dass wir nicht fliegen können. Und die Map jetzt ziemlich blöd wäre zum Fliegen. Allerdings fällt mir gerade auf, dass der Boss ja... auch, nicht ganz unwichtig wird, was Fliegen angeht. Auch das wäre noch ziemlich nice, aber es gibt, glaube ich, es gibt, glaube ich, insgesamt drei Flugrelikte. Ist die Frage, ob wir so viel Glück haben, dass wir im letzten Shop... Ist er überhaupt da? Ja. Das war dumm. Jetzt müssen wir die Map nochmal machen. Dass wir hier ein Flug-Item haben, das wäre natürlich jetzt mega nice. Nein, wir bekommen die Krone. Die mal gut war. Mittlerweile leider nicht mehr. Wurde genervt. Dürfen wir aber jetzt, weil ich aus Versehen nochmal eine Wave gerufen habe, die Map nochmal machen. Das Problem ist, wenn man bei der letzten Map des Aktes den Boss ruft, so wie ich es gemacht habe, dann in den Shop reingeht. Also normalerweise ist es so, man ruft den Boss, geht dann in den Shop, der Map, ne, Boss-Map, ja, Map-Boss, sorry. Und man ruft den Shop, geht danach in den Shop rein, dann landet man automatisch in der nächsten Map. Das funktioniert hier am Ende nicht so, also nicht auf der letzten Map. Und zwar funktioniert es da so, dass man... ja, dass das Spiel ist anscheinend, dass er triggert. Man das Dungeon ruft, also das Boss-Dungeon, so wie das hier. Acht-Boss-Dungeon. Geht dann in den Shop rein und dann muss man die Map komplett neu machen. Das haben die hier nicht so gut gemacht. Dementsprechend müssen wir es nochmal machen, ist aber ganz okay. Da die XP nicht ganz uninteressant sind. Jetzt natürlich das Problem, wir haben die Wölfe nicht, was aber nicht verkehrt ist. Denn aktuell ist es so, dass... nice. Was wollte ich sagen? Dass... na, immerhin. Dass die Wölfe, wenn ich fliegen könnte, hier auf dieser Map, weil man kann hier drumherum fliegen eigentlich und hoch zum Damien gehen, dass die Wölfe dafür sorgen, dass das Spiel hängen bleibt. Ist ein bisschen unpraktisch gemacht, aber ist nicht nur bei den Wölfen so, sondern bei... so gut wie allen möglichen Minions. Das heißt, beim Necromancer müsste es genauso funktionieren, dass das Spiel dann sich aufhängt. Und auch bei einem Relikt. Ja, es gibt einen Zombie, das man bekommt bei einem Relikt. Ich hoffe, ich treffe ihn irgendwie mit meiner Feuerlache. Ich bin mir nicht sicher, wo er steht. Das ist immer das Problem. Steht irgendwo hier in der Nähe. Ich glaube, ich treffe ihn auch ein bisschen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber wir haben die Totems, das ist schon mal nice. Ja, gut. Der Boss ist jetzt nicht so schwierig. Ich hoffe, ich treffe ihn irgendwie mit der Feuerlache. Er müsste nämlich jetzt tot sein. Jawohl. Und das war's schon. Oh, kann man auch nehmen. Ja, die gelben Items auch mal, spaßhalber. Und das war's schon für diesen Akt. Für diesen Akt. Insgesamt nicht so schwer. Wenn man fliegen könnte, noch ein bisschen einfacher, weil dann wäre der Boss früher gestorben. Zumindest die zweite Phase. Wir schauen uns die Items mal an.
Oh, nice. All Talents nehme ich jetzt mal, auch wenn ich genau weiß, wir können eh unsere Wölfe nicht rufen. Ja, hab sogar noch weniger Mana. Alles klar. Ah, wir brauchen 2000 Mana. 2200 jetzt. Egal, früher oder später kriegen wir ein Item, was uns ordentlich Energie gibt. Da können die Wölfe wieder rufen. Das war's von Akt Nummer 4. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!